14. November, ein Donnerstagabend um 19 Uhr. Champions-League-Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das Sportzentrum Harris in St. Leon Roth füllt sich langsam mit Zuschauern. Im Vorfeld haben fleißige Helfer 2 Tage lang die Halle auf das Sportevent vorbereitet. Da muss nämlich der Hallenboden verlegt, Banden aufgebaut, Kabel gezogen und Klatscher verteilt werden, damit 2000 Zuschauer die Löwen lautstark anfeuern können. 21.30 Uhr, 60 Tore später, die Löwen haben gegen Zagreb gewonnen. Ihr Job ist damit getan, doch die Arbeit von diesen Menschen fängt jetzt gerade erst an. Die Halle leert sich wieder, das Aufbauteam der Baden Lions beginnt mit dem Abbau. Zuerst verschwinden die Werbefolien von der Fläche. Fleißige Damen haben hier das Regiment. Kann man da die Männer so ein bisschen rumkommandieren? Ja, wir haben einen Mann dabei. Die kleineren Hände können das besser abfieseln oder warum? Ah, die sind feinfühliger, das passt dann besser. Wie ist denn der Mann so in der Frauenrunde? Super, ja, super. Er macht alles, der was die Frauen uns sagen. Echt? Also guter Chef? Ja, sicher. Einer wacht seit Jahren über den sauberen Ablauf sowohl in der heimischen SAP-Arena als auch in den Ausweichhallen. Robert Mechtel führt das kleine Löwenrudel an. Seit wir zu Ende der zweiten Bundesliga mit den Stringer zusammen sind, machen wir das. Und da haben wir also ein Team zusammengestellt, die Spiel für Spiel da sind und dann auch den Auf- und Abbau machen. Es ist mittlerweile 23:30 in der Nacht. Die Videobande verschwindet, die letzten Fahnen werden abgehängt. Der Champions League Hallenboden wird am Folgetag von einer Spezialfirma entfernt. Und das Reinigungsteam hat auch noch was vor sich. Ende eines langen Arbeitstages für die Baden Lions. Ehrenamtlich, versteht sich. Die Motivation kommt von der Liebe zum Handball und zu den Löwen. Vorm Spiel, gell, sowieso, gell, klatsche ab, wie sie reinkommen in der Halle, jeder Einzelne. Gell, das ist also schon Motivation, dann da ein bisschen was zu machen. Ich bin ja schon lange dabei und kenn die Jungs. Die immer da Schwerstarbeit leisten vor und nach den Spielen. Und um uns da eine tolle Atmosphäre zu bieten und die wichtigsten Dinge, die für uns sind, ist natürlich auch, dass ein Tor irgendwo in der Halle steht, am richtigen Fleck. Und vielen Dank an dieser Stelle an das gesamte Team. Also, wenn Sie das nächste Mal zu einem Löwenspiel gehen, seien Sie sicher, die fleißigen Helfer der Baden Lions waren schon früher da, damit es in der Halle so klasse aussieht, wie Sie es gewohnt sind.